Hallo und schönen Samstag und schönes Wochenende. Herzlich willkommen zu unserem Podcast und ich begrüße hier nach Textdatei. So. Das war meine Zigarette. Hallo Björn, herzlich willkommen in deinem Podcast. Dankeschön. Darf ich vorstellen, das ist Björns Podcast, Shortcast und ich bin sein Gast. Hallo Gast. So, was ist durchsichtig und riecht nach Karotten? Weiß ich nicht. Ein Kaninchenfurz. falls ihr es mitbekommen habt, das Thema des heutigen Shortcasts ist, wir lesen uns gegenseitig Witze vor. So. Der Sohn sagt, Papa, machst bevor du rausgehst noch die Schranktür zu? Ich sag, wieso? Alles, was dich töten kann, kann auch die Schranktür aufmachen. Gute Nacht. Okay, was macht ein schwuler Adler? Weiß nicht. Er fliegt zum Horst. Ich, Opa, woher hast du die Uhr? Opa, aus dem Zweiten Weltkrieg, mit einem Ami getauscht. Ich, gegen was, Opa? Eine Kugel. Geht ein Buckliger zum Bäcker. Ich hätte gerne ein Brot. Darauf der Bäcker, schluckt doch erstmal das alte runter. Der Doktor, können Sie die Schlange beschreiben, die sie gebissen hat? Ich, ja, sie sah aus wie ein wütendes Seil. Herr Doktor, ich krieg meine Vorhaut nicht mehr zurück. Die gibt man auch nicht her. Das Weib kocht vegetarische Linsenbolognese. Vermutlich habe ich den Hochzeitstag vergessen. Oder die Nachbarin gefickt. Was weiß ich. Warum sitzen bei einem Behindertenkonzert die Glatzköpfe immer in der ersten Reihe? Weiß nicht. Damit die Einarmigen in der zweiten Reihe auch was zum Klatschen haben. Feministen, weil nicht alle Frauen wunderschön sein können. Zur Zeit, als die... Oh ne, den lass mal weg, warte mal. Nächster Witz. Was macht ein Mann ohne Beine? Sitzen. Sackhüpfen. Bei Rewe gibt's derzeit im Angebot echte Grillbriketts. Wird höchste Zeit, so oft wie ich schon die Brikettfälscherbande zum Opfer gefallen bin. Herr Bademeister, da frisst ein Heim ein Kind auf. Ja, das machen die so. Jetzt einer zum Merken. Wer Pisse trinkt und Kacke kaut, der kauft auch das, was Apple baut. Was sucht die Blondine im Meer? Weiß nicht. Leonardo DiCaprio. Tiere geben unterschiedliche Laute von sich, abhängig von dem Land, in dem sie die gesprochene Sprache sprechen. Hunde in China machen zum Beispiel ein brutzelndes Geräusch. Was ist weiß und stört beim Essen? Weiß nicht. Eine Lawine. Kann man bei Lokführern überhaupt noch von qualifiziertem Personal sprechen? Die haben doch mittlerweile kaum noch Fahrpraxis. Was ist rot und liegt in der Wüste? Weiß nicht. Eine Trockenperiode. Ich war nicht besoffen. Mein Kumpel, du hast mein iPhone genommen, im Klo runtergespielt und Apfelstrudel geschrien. Du solltest mir dankbar sein. Herr Doktor, ich komme mir so unglaublich überflüssig vor. Der Doktor, der Nächste bitte. Merke, wenn der Lehrer fragt, wo war ich nochmal stehen geblieben, sollte man nicht mit 12 antworten. Woran erkennt man einen schwulen Schneemann? Die Nase ist unten? Nee, er hat die Karotte im Hintern. Was macht die Katze eines Bettlers? Genau. Schnochen. Fängt der Bär an zu gähnen und furzt stattdessen. Der ist gut. Darf ich? Ja, bitte. Ich spiele gerade die Monopoly Afrika Edition. Bis jetzt habe ich eine Schlammhütte, zwei Kühe und AIDS. Warum dauert es länger, einen blonden Schneemann zu bauen? Weiß nicht. Man muss den Kopf erst aushöhlen. Ein Mann muss tun, was er tun muss. Und eine Frau wird ihm sagen, was das ist. Mama, ich bin doch jetzt schon 14. Bekomme ich endlich einen BH? Nein, Hans. So, noch 20 Sekunden, einen kriegst du noch, los. Bist du Einzelkind? Ich bevorzuge den Ausdruck Alleinerbe. Oh, warte, einen krieg ich noch. Anmachspruch in der Disco. Hey, hast du mir den Hintern gefasst? Nein, schade. So. Fotos machen mich dick, dann iss ich nicht auf. Alles klar. So, dann schönes Restwochenende und schönen Samstag. Euch auch. Ciao.
It's over 9,000!